Willkommen zurück zu Let's Play Turtles Cyberstone Haste. Beim letzten Mal haben wir Shredders Geheimversteck abgeschlossen und sind jetzt wieder in einer Höhle, was total nass ist. Und hier haben wir alte bekannte Pizzamonster, die halt jetzt etwas orange aussehen. Im ersten Level waren sie noch wenig gelb, aber hier... Naja, was soll's. Und mich wundert, eigentlich, wenn das Wasser etwas tief ist, so dass diese Viecher tauchen können, wie kommt es auf der ganzen Mal übers Wasser laufen können, Jesus? Naja, was soll's. Naja, das ist eine Frage, die man sich gern stellt. Und wir haben ein Leben zurückbekommen, weil wir ja über 700 Punkte jetzt haben. Schön, oder? Theoretisch könnte man jetzt auch sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock, die Viecher zu besiegen. Man könnte auch versuchen, komplett auszuweichen, was ich natürlich nicht hinkriege, weil ich jetzt die Hälfte Energie verloren habe. Aber was soll's? Hey, jo, ich lasse mich echt überall treffen. Hilfe! Mann! Okay, jetzt mal im Ernst. Ich glaube, ich nehme das Spiel gar nicht so richtig ernst, deswegen baue ich hier viel zu viel Mist. Naja. Hat er mich jetzt erwischt? Ne? Gut, ich mache mal was bei mir lauter. Das werdet ihr nicht so mitkriegen. Und ja. Kennt ihr den noch? Okay, das letzte Mal hat er eine andere Farbe. Aber es ist... Owlhead oder Leatherhead oder wie auch immer dieser Kackvieh heißt. Ich weiß es gar nicht. Wow. Oh, er hat mich dann erstmal getroffen. Nö. Und ihr seht auch, er hat auch eine... Mein Gott. Eine größere NR... Die Anzeige, okay, beim ersten Mal gegen ihn habe ich mir aber definitiv besser angestellt. So, mein Gott. So, jetzt bin ich wieder drinne. Na bitte. Und ich kann es auch schon mal sagen, dieses Level besteht darin, alle Gegner davor, um sich die Gegner nochmal zu besiegen. Hey, ich meine, wenn das nicht cool ist. Und ich habe nur noch drei Balken, oh Gott. Ich glaube, hier gab es auch keine Pizza mehr. Und nein, ich meine mich zu erinnern, in Easy Mode oder Normal gab es auch nicht mehr Pizza-Packungen, die man nehmen konnte. Aber eins ist gut, sie explodieren nur, sie labern eigentlich wieder voll. Und wir können einfach schnell weitermachen. Und da ist auch Rocksteady, diesmal hat er 6 Balken, obwohl das hat er glaube ich davor auch. Na komm her. Wir besiegen ihn genauso wie das letzte Mal. Wobei ich meine... Konnte er auch schon... Ach, ich weiß nicht. Normalerweise kann er auch Granaten schmeißen. Oh. Diesmal ballert er auch mal. Was uns aber auch nicht wirklich getroffen hat. Und er schmeißt Granaten. Hey. Die uns auch 100 pro nicht treffen werden. Also ich finde, der Junge sollte mal Zielwasser trinken. Oh, jetzt holt er seine Knarre raus. Aber das hilft ihm auch nicht weiter. Also... Er wird dadurch auch nicht wirklich schwerer, vor allem er geht weiter runter und schmeißt seine Granaten, anstatt er die in derselben Höhe, wie wo ich stehe, auch schmeißt. Nö. Aber das muss er ja wissen. So, gleich ist er down. Er hat noch 2 Balken. Jetzt nur noch ein. Und er blinkt schon. Tja. Keine wirkliche Gefahr. Und da ist Rocksteady down. Also kommt schon Leute, da bin ich gut oder bin ich gut? Und boom. Und natürlich geben auch diese Gegner 5 Punkte, nachdem wir sie besiegt haben. Und jetzt kommt Ted zu. Oh ja. Irgendwie habe ich doch ein Déjà-vu. So sah es doch fast genauso aus, als war Ted zu gegenüberstand mit voll wenig Energie. Ja, na jetzt stimmt's doch genau. Oh Mann, warum sterbe ich eigentlich immer jetzt bei Ted zu? Das heißt immer, ich bin nur einmal bei ihm gestorben. Und hier ist jetzt der Unterschied, er ruft immer wieder... Food Clans dazu. Zack, 2 waren vernichtet, 2 holt er danach. Naja. Das ist das einzig Schwierige, wenn man nochmal gegen sie kämpft. Naja. Ist mir egal, so, er hat nur noch 4 Balken, obwohl eigentlich lohnt es sich nicht, die Food Clans auszuschalten, weil... Ja. Er holt ja immer wieder neue. Naja, man kann leicht die Anzahl... Oh Gott, das war gut. Man kann ja leicht die Anzahl dezimieren. Aber lohnt sich nicht wirklich. Aber ich muss sagen, jetzt sieht es doch gut aus. Na komm. Ich versuche jetzt mal die Food Clans hier am Leben zu lassen und konzentriere mich hauptsächlich auf Tatsu. Na, na komm, er dürfte es jetzt gleich nicht mehr lange machen. Zack, das war's. Genau, da wo er eigentlich schwieriger ist, den besiege ich jetzt ohne zu sterben. Aber beim normalen Durchgang. Bei der ersten Begegnung mit ihm, da sterbe ich, ist klar. Naja, jetzt kommt der wahre Boss. Dexter's Dogman. Ja, da war er noch menschlich. Man kennt ihn eher. My Mausers will stab you. Ja, genau. Er hat diese Viecher erfunden und
Ich muss sagen, den so zu treffen ist eine Klasse für sich. Ich besiege ihn meist auf diese Art. Ja. Oh, da hat mich ein Mauser erwischt. Aber ich meinte, ich kannte immer unter dem Namen Zappas. Okay, ich bin tot. Ah, zwei Tode. Hey, das ist doch mal was. Aber naja, diese Mausers können hier auch tierisch nerven. Obwohl, ich nenne sie weiterhin Zappas. Komm. Warum auch immer. Ja, und ihr seht schon, da ist er menschlich. Und einige werden ihn vielleicht als mutiertes Viech kennen. Ich glaube, er ist eigentlich eine Fliege. Durch irgendeinen Unfall, wenn ich mich nicht recht... wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ich weiß nicht ganz genau. Jedenfalls hier ist er menschlich, mein Gott. Und er ist blond. Ja, Stockman, du bist einfach nur nervig. So, und aber wenn wir das hier geschafft haben... kommt schon das erste Level. Das erste Level, genau. Dann reisen wir nochmal in die Vergangenheit und machen das erste Level, genau. Oh, ihr verdammten Viecher. Wobei, theoretisch könnte man sich hier unendlich mit Punkten aufrüsten. Und weiß ich nicht, eigentlich kann man sich hier locker farmen, weil Stockman macht nichts anderes als Zappas zu schmeißen. Mehr macht er nicht. Naja, was soll's. So, er hat nur noch zwei Balken. Und jetzt nur noch ein. Das heißt, er ist gleich down. Ja, so ist das. So, jetzt kannst du aber echt mal den Löffel abgeben. Komm schon, stirb, verrecke. Oh. Ja, der kann nerven. Und mich hat noch ein Zappa erwischt. Aber egal. Dafür erwische ich dich und du bist down. My dear Mouses have been beaten. Ja, du bist Geschichte. Schön, schön, schön. Scene for the Gauntlet. Genau so hieß es Level. Clear. Schön, schön, schön. Aber jetzt kommt eine kleine Cutscene. Wie gesagt, ich werde den Dead End. Warte, Detector... Ach komm, lest euch das selber zu durch. Ich habe jetzt keinen Bock zu lesen. Ja. Da ist Dimension X mit dem... Wie heißt das nochmal? Technodrom? Welcome, Panny Turtles. Ja, nee, ist klar. Turtles feel the breath of my hyperstone. Hey, Dudes, let's go. Ja. Wir betreten das Technodrom. Und ich kann euch sagen, das wird das letzte Level sein. Scene 5. The Final Shell Shock. Genau, und ja. Hier machen wir das nächste Mal weiter. Das war Turtle Cyberstone Haste heute. Ich sage tschüss, bis dann.